Moin Leute, herzlich willkommen. Ich bin heute mit Floro unterwegs. Er ist schon da vorne. Wir haben es 8 Uhr morgens. Ein wunderschönes Wetter. Sonnenschein, keine Wolke am Himmel. Und wir sind an der Elbe. Heute bin ich mit dabei. Es soll auf Zander gehen. Ich war auch schon öfter mit an der Elbe. Ich habe an der Elbe noch nie was gefangen. Und leider war ich letztes Mal nicht dabei, wo der Zanderwahnsinn hier abging. Und wir hoffen mal, dass bei uns heute was geht, trotz der etwas schwierigen Bedingungen. Aber das Wasser ist sehr trüb, deshalb lässt es uns hoffen, dass wir vielleicht doch den einen oder anderen Zander hier rauszaubern können. Aber ansonsten werden wir den ganzen Tag hier heute verbringen, die wunderschöne Natur ein bisschen genießen, weil es ist traumhaft hier. Wir nehmen euch ein bisschen mit und wünschen euch viel Spaß mit dem Video und sehen uns gleich wieder. An der ersten Buhne ging jetzt nichts. Wir sind jetzt ein bisschen weiter gegangen. Nächste Buhne. Ja, auch ein bisschen Gesellschaft. Hallo. Die chillen hier. Ihre Base. Und beobachten uns. Hallo. Naja. Puh. Es wird jetzt schon ordentlich warm. Flora ist schon im Wasser. Oh, warm, Flora, oder? Ja, und durch die Sonnencreme fühlt sich das an wie Spanienurlaub. Ja, wir machen Spanienurlaub an der Elbe heute. Oh, ich hab einen. Echt? Nee. Ja, doch, ich hab einen. Das ist ein guter Fisch. Guter Fisch. Oh, das ging jetzt aber schnell. Oh ja. Guter. Willst du selber keschern oder soll ich dir. Oh, Flore. Guter Fisch. Oh ja. Ich kescher selber. Okay. Ja. Oh Gott. Muss ich noch ein bisschen höher kriegen. Oh, das ist ein fetter Zander. Junge, der Köcher haut ab. Warte, ich versuch's. Versuch's, aber er muss richtig drüber sein. Ja, zieh ihn rüber. Ja, nein, er ist runter. Ja. Ew. Wow. Wow. Ich hab ihn. Oh, Petri Flore. Oh, vielen Dank. Oh, ein Schneider. Ich bin ja gerade noch dabei, mich mit Sonnencreme einzuschmieren. Oh Gott, ist der fett. Nice, ja, Flore. Sehr schön. Oh, wie schön. Schöner Zander. Wie schön. Oh, neuer ich freue mich so. Denke ich mal von mir. Neuer PB auf jeden Fall. Ja. Ja moin, hier steht meine Sonnencreme noch. Petri Flore, oh, ich werde bekloppt. Die Stelle hat wieder geliefert. Wahnsinn. Boah, ich würde sagen, neuer PB. Ja. Der hat locker über 60. Das ist ein richtig schöner Zander. Boah. Richtig schöner. Oh, Leute, Erlösung. Oh, endlich auch einen schönen Fisch für mich hier an der Elbe diese Saison. Ja. Und letztes Mal hatte ich ja leider nur diesen kleinen, aber ja, jetzt hat es endlich geklappt. Neuer PB. Richtig schön. Und diesmal habe ich wirklich gleich von Anfang an auf die grünen Köder gesetzt. Weil ja, letztes Mal lief das ja ganz gut, hatte ich aber nicht so viele dabei. Ja, echt schöner Fisch. Und hat auch wieder direkt vorne an der Buhne gebissen. Stand direkt an der Kante. Ich habe den bis gar nicht so wahrgenommen. Der hat sich irgendwie nur so rübergeschoben. Ganz, ganz verrückt. Und ja, cool. Trotz diesen Bedingungen. Ne? Also es ist echt wirklich heute komplett strahlend blauer Himmel. Habe ich echt keine Hoffnung gehabt, dass mal was Gutes fängt heute. Habe extra schon schwere Jigköpfe mitgenommen, um eventuell draußen weiter im tiefen Strom zu fischen, falls die Fische sich ein bisschen verziehen. Aber man sieht es hier. Eigenblüte ist am Start, die rettet uns so ein bisschen. Wasser ist sehr, sehr trübe, also perfekt. Ja, Hammer.
Schöner Fisch. Jetzt kommt Jana auch endlich zum Angeln, ne? Musst du gerade noch mal zum Auto oder hast du schon erzählt? Nee, habe ich nicht erzählt. Ich musste noch mal einen ganzen Weg zurücklaufen, weil ich einfach meine Mütze vergessen habe. Ganz wichtig bei dem Wetter heute, ne? Kriegst hier einen Sonnenstich, ey, weil du stehst ja nur in der Sonne. Das ist kein Schutz, ne? Nee. Ist heftig. Ja, richtig. Oh, Flori, ich freue mich so für dich. Es ist so schön. Ja. Boah, ich habe auch gedacht, oh Gott, die Sonne scheint hier so und wir sind schon mal so hart abgeschneidert bei so richtigen Sommerwetter. Mm, ja, das ist echt meistens nicht so gut, aber hier ist echt Grütze auf dem Wasser. Das ist gut. Und da stand auch drin, ne? Hier, wo das Wasser auch so ein bisschen aufgewühlt ist, ne? Das ist so richtig braune Brühe. Hm. Jemand hat unter dem letzten Video geschrieben, wir sollen mal nachts hier auf Zander angeln. Das wollen wir auch unbedingt mal wieder machen. Haben wir schon gemacht, ne? Aber man muss halt auch die Zeit dafür haben. Ne? Ja, ja, das richtig. Das Ding ist halt, ja, dass wir immer schauen müssen, wie bringen wir das Angeln unter. Ne? Das ist einfach, wenn man nebenbei arbeitet und so. Genau, und wir wollen euch ja auch ein bisschen Abwechslung zeigen. Ne? Also wir machen ja viel dieses Jahr an verschiedenen anderen Stellen und Orten, so sind wir unterwegs. Mhm. Und es bleiben halt einfach nur die Wochenenden. Ne? Und die sind halt auch begrenzt. Und dann gibt es auch mal Familienfeiern oder irgendwelche anderen Veranstaltungen. Sozialen Kontakte, ja, ne? Die man manchmal man kann nicht immer, wir sind sehr, sehr viel angeln. Ne? Ja. Aber es ist schon echt alles verplant die nächsten Wochen. Ne? Das ist... In den nächsten 5-6 Wochen ist Angeln angesagt. Und manchmal will man halt auch einfach. Tut mir leid, Freunde. Manchmal will man halt auch einfach mal einen Tag Ruhe haben. Ja, ne? Aber, das brauchen wir auch. Ja. Aber ja, genau. Auf jeden Fall ist es geplant, dass wir auch mal nachts an die Elbe auf Zander gehen. Ne? Würde ich sagen. Ja. Aber wie man sieht, tagsüber läuft. Also bei Flora läuft heute. Sieht gut aus. Ich freue mich richtig. Ja, jetzt musst du halt auch einen schönen Fisch hier fangen. Ja. Ne? Also, aber ich glaube, wir gehen trotzdem gleich mal eine Bühne weiter. Yep. Du hast hier gerade richtig Alarm gemacht mit deinem Zander. Ja. Ja, Hammer. Weiter geht's. Die 7 Gramm schon ein bisschen zu leicht. Ja, auf der Gleitseite ja. Mit dem Prallhang kann man natürlich ein bisschen leichter fischen. Mhm. Ja, wir gehen jetzt, glaube ich, ein paar Buhnen weiter, oder Flora? Weil hier Stellnetze sind. Ja. Genau, erstmal eine Stellnetze vorbei. Und dann geht's gleich weiter. Hier war gerade nichts für mich drin. Gucken wir, wie das hier so weitergeht. Oder es heute noch was wird, Flore. Aber Flore sagt ja, ja. Wenn Flore ja sagt, dann ne, wisst ihr Bescheid. Wisst ihr eigentlich schon. Dann ist das auch so. Ja. Gut, wir gehen jetzt hier mal bei den Strand. Und dann sehen wir uns gleich an der nächsten Bohne wieder. Ah. Rild. Ich wollte wild sagen und Reh. Rild. Sogenannte Rild. Ein sehr besonderes Tier. Flora hatte jetzt 2 Bisse. Ne, 3 sogar schon. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Zander, der hat Bock, aber hängt nicht. Hm. Jedes Mal angeschlagen, aber ging ins Leere. Der andere, den ich eben gefangen habe, der hat sich auch einfach nur rübergeschoben. Es war kein richtiges Tock. Tja. Aber das war jetzt gerade richtig Tock. Richtig Tock. So, Jana steht jetzt an der Stelle, wo ich gerade war und die Bisse hatte und hatte auch gerade einen. Das war richtig abgespaced, weil das so ungefähr nur so, so tief war oder gebissen hat. Ja, die sind ganz vorne, die Fische. Deswegen sage ich ja, es reicht fast einfach raus zu pendeln. Ja. Zumindest das konnte ich gerade nicht glauben. Ich wollte ihn eigentlich nur einkurbeln gerade noch. Hier ist auf jeden Fall ein Fisch, der Bock hat. Mhm. Das hätte er bei mir nicht auch gewissen. Vielleicht ein kleiner, aber. Ja. Das war ja. Vielleicht mal einen Tick nach links. Ja. Der hat Lust. Der hat bei dir schon 2-mal gewissen oder 3-mal? Ja. Ich sag noch, ich stelle mich jetzt hier auch noch mal hin. Zack. Mhm.
vorne sind halt auch schon die Steine. Ne? Ja. Das ist halt das Ding, ne? Man hat die Wahl zwischen, ich bekomme einen Biss und eventuell einen Hänger oder ich habe keinen Hänger und kein Fisch. Wahrscheinlich keinen Fisch. Aber dass der so weit hier vorne beißt. Ja, verrückt, ne? Auch die ganz Großen letztes Mal haben ganz vorne gebissen. Fand ich gerade echt bemerkenswert. Ist halt schwer dann manchmal den Anschlag zu setzen, ne? Weil man die Route schon so hoch hat. Ja. Aber du musst die Route halt hochführen, damit du nicht so schnell den Stein hängst. Ungefähr hier war das. So weit vorne. Ja, vielleicht war es auch ein Barsch. Vielleicht, wer weiß. Auf jeden Fall ist das Wasser so trüb, ey, man sieht gar nichts. Ja, hier ist richtig dieser Schleim, ne? Mhm. Richtig schöne Algenblüte. Perfekt. Ich mache jetzt hier noch ein paar Würfel. Ja. Jan hat jetzt einen guten Fisch dran. Kannst du ein bisschen aufmachen? Ja, ich sehe ihn nicht. Ich hoffe, dass er den nicht abgeht. Oh. Ah, schöner. Ja, okay, aber nicht so nicht wie deiner, aber. Aber siehst du, ich sag doch, ein kleinerer, wilderer. Warte, ah, jetzt hab ich ihn. Ah, Petri, Jana, ich freue mich. Erlöst, Mann. Junge. Janas erster Elbzander. Oh. Hammer. Boah. Ja, ne, der hat uns geärgert. Der war das. Ein Traum. Der war das. Oh, seine 50 hat er aber auch. Schauen wir mal. Petri, Jana. Oh, Petri, dank. Boah, Wahnsinn. Schöner Elbfisch. Geil. Guck ihn dir an. So, da war er. Mein erster Elbzander. Mein allererster Elbzander. Wow. Mann, ich hätte es nicht gedacht bei dem Wetter. Ich hätte es einfach nicht gedacht. Ich muss erstmal meine Jacke direkt ausziehen. Ist voll warm jetzt. Ja, voll Power gewesen irgendwie. Boah, Mann. Ich habe einen Elbzander gefangen, Flora. Ja. Das war jetzt nicht der größte, aber. Anfang ist gemacht. Ja. Der hat uns aber geärgert, ne? Ja, und der war schwer. Schwer war der. Aber das ist auch jetzt der erste Fisch, den ich mit dieser Route hier. Ist ja eine Route von Flora, die ich hier mit habe. Mhm. Weil die ein bisschen länger ist als die ich habe. Die hat jetzt 2,40 und meine hat 2,10, oder? Ja, 2,10. Ja. Ja, aber das hat richtig Spaß gemacht gerade. War total super. Vor allem, weil er jetzt auch schon ein paar Mal gebissen hatte bei Flora und dann bei mir auch. Und das war mein letzter Wurf. Ich habe gedacht, einmal werfe ich jetzt hier noch. Dann wollten wir nämlich weitergehen. Und dann hing er. Ja. Oh, ich bin so glücklich. Jetzt hat Flora schon entschneidert mit seinem richtig guten Zander. Ich habe jetzt auch noch einen Zander gefangen. Oh Mann, dafür hat es sich schon gelohnt. Dafür hat es sich einfach schon wieder gelohnt. Ich bin richtig happy. Wir gehen zur nächsten Bude und fangen noch einen Fisch. Wir sind auf der nächsten Bühne, aber wir wollen noch mal kurz den Köder zeigen. Jana hat nämlich genau den gleichen jetzt drauf gemacht, womit ich meinen Fisch hatte. Schön grün. Perfekt grün und ein bisschen transparent, ne? Genau. Und hat er gute Bissspuren hinterlassen, wa? Ja, hier oben. Schön reingebissen. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber hier. War gut reingekattet. Ja. 12 Gramm übrigens. Klappt gut, also kann man gut werfen. Ja. Ist nicht zu schwer, aber ich habe vorhin mit 7 Gramm gefischt. Da ging es, am Prallhang ging es, aber am Gleithang ging es gar nicht. Nee, das heißt einfach, ich denke, 12 Gramm ist so unter den Bedingungen ein ganz guter Kompromiss. Ja. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Und haben wir jetzt beide Fisch mitgefangen. Also. Das ist so ein gutes Gefühl. Ich war vorher auch schon einige Male an der Elbe. Ich habe noch nie was gefangen. Ja, die Elbe fordert erstmal Tribut und dann irgendwann gönnst du dir auch mal. Ja, aber mit Hängern geht es tatsächlich. Ich glaube, weil das Wasser auch, also weil der Stand zu niedrig ist. Allgemein diese Buhnen, weil das ist hier eine Außenkurve, die sind sehr ausgespült. Da ist nicht so viel Mist im Wasser. Funktioniert gut, ja. Ja. Ich bin nur vorhin einmal einen Abreißer hatte ich, da hing ich aber in einem Ast fest oder so. Ja. Es ging einfach nicht mehr los. Na gut, so. Schon wieder ein Biss gehabt? Dann lasse ich die Kamera nochmal an. Aber da waren noch keine Steine, ich bin mir nicht ganz sicher. Ey, das hat sich angefühlt wie ein Biss. Der muss da noch richtig anschlagen. Ja. Also die Fische haben heute anscheinend Bock. Leute, Jana hat einen Zander gefangen in der Elbe. Zieht euch das rein.
Mit Gummifisch. Ja, deutet an noch von Träumen. Ja, mit Gummifisch, ja. Vor allem so Jig-Technik, ne? Bin ich ja noch nicht so der Spezialist, aber man gewöhnt sich daran. Jiggen, Faulenzen, alles so ein bisschen. Ja. Es kommt gerade richtig Wind. Ich hoffe, das Mikro macht das mit. Die Schnur sinkt auch. Ich stelle mich immer ein bisschen geschützt. Nee. Es ist gerade richtig warm. Wir haben bis jetzt gerade Mittag. Und ich bin gerade froh, dass ein bisschen Winter ist. Weil es super, super sommerlich gerade wird. Und ja, oh, diese Landschaft ist Wahnsinn. Oder, Flore? Unglaublich schön. Richtig schön. Was habt ihr denn eigentlich so für Erfahrungen an der Elbe? Das würde mich auch mal interessieren, weil ich könnte mir vorstellen, jemand, der auch an der Elbe wohnt oder auch viel an der Elbe fischen kann, weil er die Elbe halt einfach in der Nähe hat, hat nochmal ganz andere Erfahrungen vielleicht mit der Elbe, oder? Der hat wahrscheinlich ganz andere PBs, ne? Ja. Der denkt wahrscheinlich, ja, okay, die haben jetzt zwei Fische gefangen. Ich habe schon ganz andere Sachen gefangen. Aber ich denke so, ja, für uns ist es halt irgendwie mal so ein Ausflug, weil die Elbe von uns echt ein ganzes Stück weit weg ist und wir... Huch! Voll der Wind, ich hoffe, man hört noch was. Und wir hier erst immer ein bisschen anreisen müssen. Deshalb sind wir echt glücklich, dass heute was ging. Und ja, uns würden mal die Erfahrungen von euch interessieren, wie es bei euch an der Elbe so läuft oder ob ihr auch viel abschneidert und so, weil so ein großer Fluss, da kann halt auch einfach mal nichts gehen, ne? Ja, also er hat extremes Potenzial, ne? Aber ja. Man kann sich die Bedingungen halt nicht immer aussuchen, erst recht wie wir. Die in der Freizeit hinfahren, so. Ne? Wenn es gerade passt, dann müssen halt. Genau. Hat man Glück, die Bedingungen passen und da gibt es aber auch mal Tage, die passen gar nicht. Ja. Aber wenn man hier wohnt, ne, und hier regelmäßig angeln geht, also da könnte ich mir schon vorstellen, dann kann man ja richtig was rauszaubern. Ja. Wir fahren halt immer zum Angeln, wie es halt irgendwie zeitlich passt. Also wir können uns jetzt nicht aussuchen, oh, heute ist der Tag, da könnten die Bedingungen gut sein, da fahren wir jetzt los. Das geht leider nicht. Wir müssen immer gucken, wann haben wir Zeit und dann packen wir spontan die Sachen und fahren los. Ja. Und entweder sind die Bedingungen gut oder sie sind schlecht, aber wir gehen angeln. Aber warte mal, wie heißt es? Jeder Tag ist Angeltag, aber nicht jeder Tag ist Fangtag. Richtig. Richtig. Für uns ist trotzdem dann jeder Tag Angeltag, an dem wir angeln gehen können. Deshalb nutzen wir das aus. Und wir sind glücklich, dass es heute schon so gut geklappt hat. So, wir werden jetzt eine kleine Mittagspause machen. Jo. Ne? Irgendwo im schattigen Plätzchen. Weil uns knallt die Sonne ganz schön auf den Kopf. Gut, dass ich meine Mütze noch mitgenommen habe, sonst würde ich, glaube ich, hier eingehen. Ja, und dann melden wir uns gleich von der nächsten Bunde wieder. Flora und ich, wir sind gerade wieder auf dem Weg zurück. Wir sind nämlich bis zum Ende der Außenkurve gegangen eben. Ja, aber die Buhnen da waren nicht mehr ganz so schön, weil die Steine sehr flach, sehr weit reingingen. Konnte man schwer werfen, hat schnell einen Hänger gehabt. Deshalb werden wir jetzt wieder zurückgehen, an den anderen Buhnen ein bisschen weiter fischen. Außerdem kommt man da anscheinend gut mit dem Auto hin, da waren jetzt mehrere Leute. Ja. Familien mit Hunden, andere Familien ohne Hunde. Auf jeden Fall relativ viele Menschen. War ein bisschen Action im Wasser, deshalb haben wir da jetzt auch nicht so die große Hoffnung gehabt, dass wir da noch einen Fisch fangen. Ja. Genau, jetzt gehen wir nochmal an die Hotspot-Buhnen sozusagen. Mhm. Fischen da nochmal kurz und dann fahren wir eventuell nochmal ganz woanders hin. Ja, wo wir auch schon mal waren. Ja. Wo Flora schon mal einen Zanderansitz gemacht hat. Genau. Und einen Aal gefangen hat. Ja, und Zander habe ich auch einen guten gefangen. An dem Tag? Nee, nicht an einem anderen Tag. Ich wollte gerade sagen, an dem Tag hast du nur einen Aal gefangen, wo ich mit dabei war. Mhm. Aufköderfisch. Mhm. Und genau, das ist der Plan jetzt noch. Ist auf jeden Fall richtiges Sommerwetter jetzt. Boah, ja. Wir ölen hier. Extrem warm. Mittagszeit gerade. Wir haben auf jeden Fall noch Bock. Ja. Weil es einfach richtig gut war heute schon. Wir sind echt beide sehr glücklich, dass bei uns beiden mit dem Fisch geklappt hat. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber Flora hat gesagt, Jana, du fängst. Mhm. Und ich habe gefangen. Auf Ansage, ne? So läuft das einfach. Ja. So läuft das einfach. Gut, ja, wir melden uns gleich wieder am nächsten Spot. Und bis gleich. Thank you.
Oh, ich habe gerade eine Schlange entdeckt. Die schwimmt in der Strömung. Die ist gar nicht klein, ne? Nee, die ist nicht klein, aber ich weiß nicht, ob man die sieht, ey. Ja, wir haben leider keinen Zoom. Müssen wir nachbearbeiten. Das ist ja krass. Ich habe noch nie eine Schlange gesehen. Nee? Nee. Eine Blindschleiche. Das ist aber, glaube ich, eine... Das ist eine richtige Schlange. Das ist, glaube ich, eine Kreuzotter. Ja, von der Größe könnte sein, ja. Hauptsache, die schwimmen. Wo sind denn jetzt? Ringelnatter könnte es natürlich auch sein. Ne? Ja. Das ist mitten im Hauptstrom gerade. Abgetaucht. Huch. Könnte, glaube ich, aber auch eine Ringelnatter sein, weil die schwimmen sehr viel. Die sind sehr... Eher als Kreuzotter, ne? Ja. Vielleicht ist ja ein Amphibienexperte dabei. Ja, genau. Der das natürlich auch jetzt so erkannt hat, was das ist. Von der Größe her würde ich sagen Kreuzotter, aber vom Verhalten her ist er eher Ringelnatter. Ja. Ja, ich glaube, wir wechseln gleich nochmal eine Bohne, oder? Wir haben mal eine Ringelnatter im Gartenteich. Ja, von eurer Mama nicht so toll. Nee, meine Mama mag keine Schlangen. Mag keine Schlangen ist, glaube ich, sogar noch untertrieben. Liebe Grüße an dich. Ich finde die Landschaft hier einfach so geil. Weil das Wasser so niedrig ist. Normalerweise steht hier das Wasser, wo wir gerade lang gehen. Und wir gehen hier einfach mal durchs Schilf. Flori, hier wo wir jetzt sind, stehen normalerweise die Hechte hier. Ja, ne? Leider kein Wasser. Traumhafte Landschaft. Traumhaft, traumhaft. Wer wieder keine Lust hat zu klettern und sich hier durchs Unterholz zu schieben. Auch hier nicht hingehen. Jawohl. Oh, hier sind voll die Disteln. Ja, sticht auch durch die Jeans. Junge. Tja, willst du Natur? Kriegst du Natur. Was? Haben uns nicht den besten Weg gesucht. Nee, aber wahrscheinlich den kürzesten. Nicht der beste Weg, aber der kürzeste. Oh, ein kleiner Marienkäfer. Sieht man, glaube ich, nicht. Oh Gott. Autschi. Autschi. Nach den Pisteln kommen die Brennnesseln. Das ist doch echt nicht wahr hier. Flore, was machen wir hier wieder? Also mehr durchs Unterholz kämpfen als angeln hier. Bis jetzt ging nichts weiter. Flore will jetzt einen Meterhecht fangen. Hier. Da holst du jetzt den Meterhecht raus, ne? Da garantiert einer drin, oder? Garantiert. Fängst du mit der Hand? Ein Kescher, einmal durch so. Ja, genau. Ja. Oh Mann. Das ist wahrscheinlich im Herbst oder so, wenn wirklich mal ein bisschen höherer Stand ist. Das ist ein richtig schöner Teich dann, ne? Mhm. Beim Winter. Ja. Tja, wunderschönen Elbtalaulen. Übrigens, Leute, wenn ihr an so einem Tag angeln seid, wo es richtig heiß ist und die Sonne den ganzen Tag brennt, nehmt euch genug Wasser mit. Flora hat einfach sein Wasser schon komplett ausgetrunken. Gut, dass ich ja auch noch eine Flasche mit habe. Und gut, dass ich auch noch eine Flasche im Auto habe. Und gut, dass wir uns sonst auch noch was kaufen können. Aber wir hoffen, es geht heute noch was. Wir werden gleich wahrscheinlich noch mal eine andere Stelle anfahren, ne, Flora? Mal eine andere Stelle anfahren. Mal gucken. Aber erstmal geht es jetzt hier weiter. Also, an dieser Stelle ist jetzt gerade Schluss hier. Wir wechseln jetzt die Stelle. Fahren noch mal ein bisschen weiter. Gucken, ob da noch was geht. Wir müssen jetzt uns unterwegs mal irgendwo eine kleine Erfrischung holen. Oh ja. Es ist so heiß. Sieht man mir nicht an, weil ich einfach eine Jacke an habe. Aber vorne, also hier wird es gerade wieder richtig warm, aber vorne am Wasser ist der Wind richtig doll. Oder zieh das ein bisschen. Wie Hecht so will, würde ich jetzt wieder sagen. Aber es ist einfach. Ja, es ist trotzdem warm. Könnte auch ohne Jacke rumlaufen, definitiv. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich an der neuen Stelle wieder. Mal gucken, ob da noch was geht. Sind wir
am neuen Spot. Das ist immer ein Abenteuer, hier runter zu klettern. So ein Wall, irgendwie, oder? Kann man das Wall nennen? Ja. Kein Ufer, sondern Steilhang. Genau. Ja, das ist immer sehr abenteuerlich. Hab dabei fast meinen Köder gerade verloren. Ja, gut. Ich habe eben gedacht, hier wären total viele Leute. Ist aber nicht so. Keiner da. Nur auf der anderen Seite baden die Leute. Das ist gut. Wir gehen jetzt ans Wasser und schauen mal, was das Wasser für uns hier noch so zu bieten hat. Flore sagt, komm, wir fangen jetzt noch einen Fisch. Ich habe jetzt mittlerweile auf Spinner umgerüstet. Ich werde jetzt die Buhnenfelder abfischen. Flora macht weiter mit Gummifisch, ne? Ja. Ja. So richtig viel, ging jetzt hier nicht mehr. Wir hatten irgendwie noch mal einen Biss, also ich hatte noch mal einen Biss. Aber ja, irgendwie scheint sich das Beißfenster geschlossen zu haben. Ja, ist jetzt auch Nachmittag, die Sonne brennt wie Sau. Also haben wir ja von vornherein schon gesagt, dass das schwer ist bei so einem Sonnenschein. Ja, ne? Dafür haben wir aber gut gefangen. Ja. Also dafür, dass heute die Sonne so scheint. Ja gut, vielleicht geht in den Buhnenfeldern noch mal was. Ich werde noch mal was für Hecht dran machen. Ne? Und dann werden wir mal schauen. Wäre ja schön, wenn noch ein Fisch geht. Wenn nicht, dann ist das so. Das Angeln. Ja. Also wenn man sonst was machen. Also meine Erwartungen sind schon wieder übertroffen. Ja, meine auch. Ich habe gedacht, ich schneide heute ab. Ich habe wirklich gedacht, wir fahren die Elbe, alles klar, Jana fängt nichts. Zack, Zander. Yes. Ja, und Flora auch. Also dafür hat sich der Trip hierher wirklich gelohnt. Sehr, sehr schön. Wir schätzen das sehr, dass wir die beiden Fische gefangen haben. Na gut, wir gehen weiter an die nächste Buhne. Bis gleich. Deine Haare vom Wind. So. Jana und ich waren ja letztes Jahr hier am heißesten Tag des Jahres und da waren 40 Grad. Heißeste Tag ever, ne? Ja, 40 Grad hatten wir da. Ne, 42 sogar. Okay, 42. Das war der heißeste Tag seit, keine Ahnung, seit Wetteraufzeichnung. Ja, das war krass. Das war so übel. Da hat er ein Aal gebissen. Köderfisch. Weiß nicht, ob wir das heute schon gesagt haben. Haben wir, glaube ich, schon gesagt. Gibt es auf jeden Fall ein Video von. Könnt ihr euch mal angucken. Können wir mal oben verlinken. Jo. Schaut mal rein, das war spannend. Da habe ich noch gedacht, ich habe einen Wolf gesehen. Ach, guckt es euch an. Ja. Und da sind zwei Schwäne. Alter, was für ein riesen Strand hier. Krass. Ja, noch nicht gesehen. Ist ja wie ein Ballermann hier. Ich glaube, ich muss dahin. Genau. Ein bisschen Sträucher sind. Genau. Bis gleich. So Leute, der Angeltag ist zu Ende. Wir sind fix und fertig. Fix und fertig. Die Sonne hat uns heute so weggeburnt hier. Oh, jetzt kommt richtig Wind. Ja, wir haben uns aber trotzdem gefreut über unsere beiden Fische. Mehr war leider nicht drin. Aber so ist das, ne? Aber richtig gut. Mein erster Elbzander ist in the Tash. Ja, in the Net. In the Net. Ja, war richtig gut. War eine coole Erfahrung, mal hier aus der Elbe einen Zander rauszuzaubern. Ich freue mich richtig für Flore, dass er einen guten Zander erwischt hat. Richtig gut. Neuer PB. Ja. Kann man mal machen. Kann man machen. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Mal schauen, wann, wie, was. Müssen wir gucken. Haben wir ja vorhin schon erzählt, was die Freizeit so zulässt. In nicht allzu ferner Zukunft vielleicht. Mal schauen. Aber an diesen Tag werden wir uns auf jeden Fall zurückerinnern. War ein richtig schöner Tag. So ein richtiger Sommertag. Sehr, sehr cool. Ja, wir wollen euch dann noch eine erfolgreiche Zanderzeit mit auf den Weg geben, weil die meisten haben ja jetzt wieder... Genau, da geht es jetzt erst los. Hauptfischzeit, ne? Beziehungsweise ab dem 1.6., ne? Genau, ist ja jetzt Juni. Ab Juni geht es wieder los für die meisten. Wir hoffen, dass ihr auch viele schöne Zander fangt. Und ja, bedanken uns fürs Zusehen. Flora, hast du noch was zu sagen? Ja, wir haben heute alles gegeben, ne? Also, Bedingungen waren ja durch die Sonne halt ein bisschen schwierig, ne? Beißfenster war relativ kurz, da hatten wir viele Bisse, zwei schöne Fische. Gegen Ende haben wir noch mal alles gegeben, aber wie die Elbe halt manchmal so ist, ne? Ja, wenn nichts geht, geht nichts. Dann geht nichts. Da kannst du probieren, wie du willst. Ja, wir kommen auf jeden Fall wieder. Wir probieren es nochmal. Genau. Vielleicht auch mal wieder mit Julian, ne? Wenn der Zeit hat. Lasst uns gerne Feedback da, ob euch Elbe-Videos interessieren. Ob ihr Bock drauf habt.
Damit wir ein bisschen Abwechslung immer drin haben. Wir sind ja auch viel am Kanal unterwegs, aber wir wollen halt natürlich auch ein bisschen immer mal wieder woanders unterwegs sein. Mhm. Wir finden, die Elbe ist einfach ein wunderschöner Fluss. Also es ist wunderschön hier. Wir sind gerne hier. Deshalb, ja, lasst uns gerne ein Feedback dazu da, ob euch das gefallen hat, ob ihr sowas gerne sehen möchtet. Und dann, ja, verabschieden wir uns heute hiermit von dem wunderschönen Elbtal Auen. Ja, genau. Genießt nochmal die Aussicht. Ja. Das kann man nicht beschreiben. Außer, dass man sagt, es ist einfach wunderschön. Ja. So, dann hoffen wir, sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao. Ciao. We'll be right back.